Liebe Motorsportfans, ich bin der Klaus Luttig, der Vater von Luca Luttig, dem berühmten Rennfahrer, der in diesem wunderschönen Mercedes SLS unterwegs ist. Ich erkläre euch jetzt den Flügel an einem Rennauto. Ein Flügel, wie der Ausdruck es schon sagt, ist entliehen von einem Flugzeug. Also er soll das Flugzeug nicht zum Fliegen bringen, sondern das Auto auf die Straße drücken. Das heißt, er soll negativen Auftrieb erzeugen. Also genau umgekehrt wie ein Flugzeug. Würde ich diesen Flügel jetzt andersrum montieren, dann hätten wir Auftrieb. Aber der so montiert ist, wie er am Auto montiert ist, ist durch den Geschwindigkeitsunterschied der Luft, die unter dem Flügel herstreicht und der Luft, die über dem Flügel streicht, ein negativer Auftrieb, sprich ein Abtrieb vorhanden. Das heißt, dieser Flügel zieht das Auto nach unten. Und je steiler ich den Flügel anstelle, je größer wird der Abtrieb. Also, Flügel hat nichts mit Spoiler zu tun, sondern ist ein richtiges aerodynamisches Bauteil. Ganz wichtig, wie er am Auto angebracht ist, wo er im Auto angebracht ist. Alles vorgeschrieben natürlich bei diesen GT3-Fahrzeugen. Man darf nicht weiter nach hinten, man darf nicht weiter nach vorne, man darf nicht höher. Der Flügel muss sich in einem Fenster bewegen, das ganz klar vorgeschrieben ist. Und ich glaube, damit wisst ihr jetzt alles.